Ja, liebe Leute, da sind wir auch wieder zurück und ich habe entschieden, wir fahren die Tour nach Linz. Und wir sind jetzt hier im RailChat und zwar 150 Jahre Eisenbahn für Österreich. Und wir sind jetzt hier beim Kopf. Lok ist diesmal hinten. Auch wunderbar lackiert. Habe ich leider in echt so noch nie gesehen. Aber es ist eine echt schöne Lackierung. Und ja, momentan sind wir in Freilassing und wollen nach Linz. Wir machen Innenansicht diesmal. Mehrere. Unterscheiden sich aber nicht großartig. Und unser RailChat, gemäß Anzeige, fährt bis nach Wien. Kommt um 11.35 Uhr an. Oh, es ist 14.14 Uhr. Ich glaube, wir sind zu spät. ja, das wird nichts. Wir fahren bis nach Linz. Im Moment. Und bevor es jemand in die Kommentare schreibt oder in den Live-Chat, ich weiß, wir sind jetzt gerade auf ÖBB-System und da vorne kommt auch gleich die Trennstelle, wo ich eigentlich umstellen sollte. Mache ich jetzt aber nicht. Aus purer Faulheit. Weil ich einfach nur ein bisschen die Fahrt genießen will. Ein Lüfter oder sowas? Klima vermutlich. Boah, wir dürfen abfahren. Auch nicht. Aber jetzt. Schauen wir nach hinten, ob das funktioniert. Das tönt doch mal gut. Ja, also hier drin ist halt, abgesehen von der Lüftung, muss mal schauen, ob ich die abstellen kann, weil die nervt, wenn ich die ständig auf dem linken Ohr habe. Fahren wir nach Salzburg, wo wir jetzt gerade vorher geendet haben. Bleiben da stehen und dann mal schauen, was der nächste Halt ist. Nächster Abschnitt sind 60. Oh, ein bisschen Schmack ist hier. Währenddessen schaue ich mal wegen der Lüftung. Es ist garantiert ein erster Fahrmotorlüfter. Beigabe. Standsbeleuchtung. Das ist alles nicht das, was ich suche. So, da vorne ist gerade die Trennstelle. Da ist auch schon das Zeichen. Wie gesagt, ich fahre da jetzt gerade erstmal einfach mal durch. So, und währenddessen haben wir hier. Irgendwas. Batterie. Ah, da haben wir doch was. Da hätte es einen Schalter, aber ich kann ihn nicht betätigen. AFB. Nö. Mag mich nicht. Gut, dürfen wir Gas geben hier. Ich weiß nicht, ich glaube, für den Livestream mache ich im Hintergrund ein bisschen die Musik an, weil hier im Führerstand ist es ein bisschen leise. Der den kommt. Ich werde mir die jetzt mal auch auf die Ohren hauen. Willst du mal sagen, ob ich die Musik stört? Im Hintergrund läuft oder ob das Spiel auch zu laut ist, dreht es natürlich gern runter. Oh, und hier auch wieder. Also wie so ein Kompressor, der ständig Überdruck auslässt. So, wir nähern uns Salzburg-Hauptbahnhof.
das nervt mich echt, das Geräusch. Was kann denn das sein? Also wenn es jemand weiß, bitte gerne Live-Chat oder Kommentare dann halt auf YouTube. Ich werde es mal ganz kurz im Livestream geben, bis sich das da anhört. Ja, ich denke ganz okay. Ihn vielleicht ein bisschen lauter. So, da sind wir auch schon in Salzburg. Da waren wir ja gerade vor kurzem schon. Ja, doch wahnsinnig. Das werdet ihr noch im Traum hören. Das ist Geräusch da. Ja, noch on time. Wunderbar, Salzburg Hauptbahnhof. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich hier korrekt halte. Aber oh, zumindest auf der Plattform ist schon mal ein Erfolg, ne? So, on time. Nice, gehen wir mal hier raus, weil sonst kriege ich hier Tinnitus. Entspannung. So, jetzt mache ich aber trotzdem nochmal eine Tonkontrolle machen. Machen wir jetzt mal ganz kurz hier den Monitor aus. Dann schauen wir mal, wie das im Livestream ist. Scheint mal gar nicht so schlecht zu klingen. So, ja, und hier ist natürlich relativ ruhig hier. Ja, eben, für den Livestream müssen wir einfach nur sagen, ob euch die Musik stört. Die kann ich natürlich sofort ausmachen. Oder leiser machen, wie auch immer. So, dann mache ich mal den Monitor wieder an, damit ich es selbst wieder richtig höre.
So, haben wir gleich ein steiles Stück da vor uns. Ihr habt die Testfahrt schon mal gemacht bis dahin. Also da hat's die Taros jetzt gleich zu kämpfen. Man sieht schon an der Leistungsanzeige, wie es rauf geht. Das ist ein richtig steiles Stück hier. Ja, da rechts sind wir vorhin gefahren. Ah, ist ein wenig laut da. Machen wir da leise hier. Schaut sich das mal an, die Steigung hier. So, bis wir da vorbei sind, bleibe ich aber erstmal hier drin. Ein bisschen Schmackes geben hier. Ohne dass wir durchdrehen. Nächster Halt ist Neumarkostendorf. 22 Kilometer. Also mehr würde ich jetzt nicht geben. Das ist schon hart, was wir da jetzt gerade einpushen. Mal nach hinten gehen. Hier drin, schön ruhig. Fenster sind irgendwie komisch abdunkelt. Wir sind in echt nicht so dunkel. Ah, wieder nach vorne. Ich könnte eigentlich mal so ein Head-Out-View machen. Ein Talent. Vermutlich auf dem Weg nach Salzburg. Also was auch immer das ist, was ihr ständig einen Druckausgleich macht. Also ich weiß nicht. Macht mir wahnsinnig. Nächstes Mal holen wir uns mal so ein Intercity oder so. Aber ich glaube, würde ich jetzt da in echt fahren mit dem Rayjet, würde ich mir vermutlich auch irgendwo so ein Radio hinstellen, vermutlich da dann, hier so. Ein bisschen Musik anhören. Da gab es eine lange Fahrt, so wie jetzt nach Linz. Auch 140 Kilometer. Oder wenn es dann die ganze Strecke fahrst, bis nach Wien. Dann bist du erstmal unterwegs. Irgendwas würde ich mir anhören. Ich habe leider den Part zwischen Salzburg und Wien nicht wirklich im Kopf, wie es da war mit der Schnellfahrstrecke. Ob man da mal wieder mal Gas geben dürfen, wäre also jetzt momentan nicht. Und hi Ferdox, ja, ich bin auf den Schienen. Jetzt aktuell mit dem Rayjet. Momentan in Fahrtrichtung Linz. Mal ein bisschen Panorama wieder anmachen. Wie schaut das, Ferox? Auch Eisenbahn-Fan? Oder gerade mal spontan beim Reingucken?
Ja, geil. Ich habe gerade gemerkt, dass das Mikrofon aus war. Cool. Ja, wie lange noch? Also bis wir in Linz da sind, also eine Stunde ab jetzt, nach Fahrplan. Und ja, was ich dich eigentlich fragen wollte, als das Mikrofon aus war, wie schaut's aus? Kennst du auch die 1142, 44? wie stehst du denn zu der? Und passt auch der Ton. Ja, weiß nicht. Habe jetzt schon ein paar Mal gefragt. Weiß aber nicht, ob das Mikrofon an war. Auch im Verhältnis mit der Musik und so. Schöner Posten. Also gib's mal in Google ein, ÖBB 1144. Also wenn du es siehst, glaube ich, wirst du es erkennen. Klar, Rachel hat immer eine 1000 hinten dran. Er hat fast immer eine 1000 hinten dran. Die 1003 will ich jetzt nochmal ausprobieren. Die bin ich noch gar nicht gefahren. Schaut aus, wo bist du meistens im Train Simulator so unterwegs, wenn du den fährst? So, 8 Kilometer noch bis zum nächsten Halt, Neumarkt in Kostendorf. Ich bin doof. So, Talent 2 in der S-Bahn-Version, die 422. Bin ich ehrlich gestanden sehr selten unterwegs. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen eingeprägt von der allerersten Talent-Variante, die in Österreich eingeführt worden ist vor vielen Jahren. Das war ein Pannenzug schlechthin. Bin ein bisschen eingeprägt. Also ich hoffe echt, da kommt doch mal. Also da kommt 100 Pro noch meine Hochgeschwindigkeitstrasse, dass wir den Zug mal auf Geschwindigkeit kriegen. Ich weiß aber nicht, ob das noch vor Linz passiert. Zwei Jahre. Denn ach was, du fährst wirklich? Also ich meine jetzt in echt, so. Ja, da haben wir ja ein Talent. Wir haben ja gerade davon reden, ne? Sogar zwei in der Doppeltraktion.
Also ich muss sagen, Strecke ist für mich jetzt gerade auch ein bisschen Neuland. Ich bin die so noch nie abgefahren. Also zumindest jetzt so im Ganzen. Bin noch einen Teil davon gefahren. Aber bis jetzt ganz nett. 130. Was? Nickname Nage und Hamsterbacke. Ist sehr geil. Ja gut, wenn man sich so die Front anschaut, passt's. So, und das ist auch schon der nächste Halt. Ja, stimmt schon. Ist mit dem Backen. So, mal schauen, ob ich wieder eine Punktlandung hinkriege oder ob ich mich verbremse mit dem Talent. Ich hab's nicht vorher geübt, ne? Wie gesagt, fahr die Strecke zum ersten Mal so. Aber hier, dass hier ein Rage-Head anhält, ich weiß nicht. Ja, ich würde sagen, der Halt ist okay. Können wir nach draußen? Ja. Ich glaube, das kann man gelten lassen. Was? Nur Train Sim World? Also hol dir mal den Train Simulator 2021. Da gibt es so viele Community-Strecken und Mods, so wie auch hier den Railchat. Da bist du glücklicher, glaub mir. So, und jetzt haben wir dann gleich die Taurus beim Abfahren. Nachdem die Türen zusehen. Ich glaube, das sind auch die Modelle viel realistischer beim TS 2021. Sandprofil ist der Hammer. Ich soll mal wieder nach vorne schauen.
Es hat ja sowas wie Signale. Wäre nicht das erste Mal, dass ich in ein Rotsignal reingefahren bin, nur weil ich so... Oh, was ist denn das hier? Nur weil ich so ein bisschen Cinematic Views gemacht habe. Spannend. Bocklerbruck in 40 Kilometer. Haben wir eigentlich zwischendrin noch mal was? Ja, Atnang und Wels. Okay. Ja, probier's ruhig mal aus. Und wenn's mal live bist, sag Bescheid, schau ich da gerne mal zu. Ich meine, so ein Stream wie der, das ist natürlich nur was für Eisenbahnfans. Wenn er das nicht fasziniert, dann ist es natürlich langweilig. Also ich hatte schon das Kommentar, ja, mein... Sieht man immer nur das Gleiche und auf einmal im Zug passiert nichts. Ich weiß nicht, nein, ist eben nicht so. Das ist die Faszination Eisenbahn. Nächste Woche müssen wir in Phasmus sehen. Naja, das weiß ich nicht. Also, wenn du so nicht gesehen hast, so übrigens von innen. Sich von dem ganzen Zug. Die Anzeige stimmt leider nicht. Wird heißen, wir werden in einer Minute in Wien um 11.35 Uhr, jetzt ist 14.43 Uhr. Wäre eine schön krasse Verspätung. Und in echt sind die Fenster auch hier nicht abgedunkelt. Der ÖBB Rajat. Ich weiß gar nicht. Hat der Challenge 2 eine AFB? Denk schon, oder? Was bevor wir hatten, ein riesiges Update draus, eine Mechanics, Geister-I, sehr erweitert und so weiter. Ist jetzt noch mehr creepy. Ich glaube, das gucke ich mir jetzt erstmal an, bis ich andere grusel. Und dann mache ich mit. Okay, erzähl mal, was ist passiert? Machen jetzt Türen auf und gehen der Stimme nach. Also wie darf ich mir das jetzt vorstellen mit dem Nachgehen? Also im Sinne, dass sie halt wirklich verfolgen. Haben sie das nicht vorher auch schon gemacht? Ja, ich weiß, das Hupen war sinnlos, aber ich höre es gern.
ach, jetzt wissen, dass du im Raum bist und gehen gezielt zu dir. Okay, das ist creepy. Aber gibt es jetzt auch neue Geisterarten oder sind es immer noch die gleichen? Also nur später für YouTube, ne? Quatsch gerade mit FedEx im Livestream. Ich hab den Chat jetzt hier nicht eingeblendet. Nicht, dass ihr verwirrt seid. by the way, FedEx, ich weiß nicht, ob dich solche Videos interessieren, aber auf YouTube habe ich noch ein paar Videos. Wo ich unterwegs bin. Bin meistens eigentlich in England unterwegs. Nicht in Österreich oder Deutschland. Aber wenn du mal willst, schau mal vorbei. Ganz anders, weil wir müssen mal das Haus jetzt aufhören und einschalten, das Sicherung. Okay. Also wann streamst du das nächste Mal wieder? Das würde ich mir jetzt erstmal angucken. Ist schon eine schöne Garnitur. Das haben sie eigentlich vom Schnitt eigentlich ganz gut hinkriegt. Ich meine, vorne der Kopf so quasi von der Taurus. Der Übergang ist echt sauber. Ich glaube, es sind zweimal erste Klasse, Bistrowagen und dann alles zweite Klasse. Erste Klasse ist, glaube ich, Abteil. Na, ist so teilweise Abteil. Und zweite Klasse ist alles Großraumwagen. Muss ich auf die Theorieprüfung vorbereiten? Theorieprüfung von was? Also ja, Führerschein. Aber was für ein Führerschein? Auto? LKW? Zug, Talent 2. Achso. Ja, weiß ja nicht. Also kann ja gut sein, dass du da mal echt einen Zugführerschein gemacht hast. Also Lokführerschein besser gesagt. Und dann die Lizenz für ein Talent. Also ich bin schon mal echt einen Lok gefahren und bin auch schon die Towers in echt gefahren. Auf dem Brenner rauf. Das war ein Erlebnis. Man weiß man ja nie. Moment, jetzt haben wir gerade verredet. Das war nicht die Talent, was ich auf dem Brenner raufgefahren bin, das war eben durch die Taurus, die ich raufgefahren bin. Das war so ein Eurocity und dann durfte ich mitfahren und dann hat er mich fahren lassen. Ah, das ist, also, wenn man da echt drin sitzt und Gas gibt, das ist ein unvergleichbares Gefühl. Und vorher immer in Innsbruck Rangierfahrten gemacht,
Boah, ich weiß gar nicht mehr, welche Baureihe das war. Das hat echt Spaß gemacht. Da bin ich nach der Arbeit immer zum Hauptbahnhof und durfte dann mit den Jungs immer mitfahren und dann mich dann auch selber fahren lassen. War meistens bis spät in die Nacht und damit viel zu wenig Schlaf ins Bett, wieder aufgestanden und dann wieder arbeiten. Also, ich habe mir ja schon oft überlegt, ob ich das nicht beruflich mache. Aber mittlerweile wäre es mir zu unsicher bei der ganzen Automatisierung. Gehalt ist jetzt auch nicht gerade der Geiste. Da ist jetzt gerade der System Engineer, was ich jetzt mache, schon besser. Aber wenn das mal nicht klappen sollte, wäre ich sofort Lokführer. Da würde ich gar nicht lange nachdenken. Für mich einfach das Schönste, dass in der Lok drinnen sitzen und fahren. Ich weiß, Stromabnehmer müsste jetzt eigentlich runter, aber mir funktioniert der Hotkey nicht. Deswegen sind wir jetzt gerade oben. So. Ein bisschen mehr als eine halbe Stunde, dann sind wir schon da. Microsoft Flight Simulator. Oh ja, coole Sache. Habe ich auch. Ich meine, von der Grafik, ne, ist da ja der Wahnsinn. Hast du entsprechendes Yoke-System auch bei dir daheim? Oder machst du das mit dem Xbox-Controller? Seitig Yoke-System. Ja, das habe ich auch. Das ist echt cool. Und ja, stimmt. Hat ja jetzt VR-Support. Ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht ausprobiert. Ich müsste jetzt mal die Oculus jetzt mal wieder installieren. Ich habe es jetzt wieder. Dann mal ausprobieren, wie das so ist. Ich glaube, das mache ich echt mal als nächstes. Ja, stimmt, ist alt, aber ein super Yoke-System. Ich meine, es gibt jetzt auch das, das eine neue Yoke-System. Mal kurz schauen, ob ich danach gucken kann, ohne dass ich jetzt Blödsinn mache beim Zugsimulator. Multi-Quadrant, dort gibt es nämlich. Ah, scheiße, wie heißt denn der? Warte mal, wir dürfen hier wieder Gas geben. Wie hieß denn der? System. Nicht von Logitech. Jetzt gerade nicht. Ach, von Honeycomb. Jetzt habe ich es gefunden. Stimmt. Honeycomb, dessen Yoke-System plus der Bravo Throttle Quadrant. Schickt er dann gleich mal einen Link. Währenddessen müssen wir hier mit der Geschwindigkeit runter.
das ist ein geiles System. Vor allem hast du da halt viel mehr Einschlagwinkel. Aber der Cabo Throttle Quadrant, der ist ziemlich cool. Den hätte ich so gerne. Hast du die Autopilotsteuerung drauf, inklusive Anpassung vom Ruder. Der ist nice und komplett anpassbar. Wäre cool, wenn ich Gashebel so für den Train Simulator benutzen könnte. Kannst du. Aber nicht in Train Sim World. Aber in TS 2021 mit entsprechender Mod bzw. Treiber, den nutze ich jetzt auch gerade, um mit meinem Raydriver zu fahren, kannst du das machen. Weiß gar nicht, kennst du den Rail Driver, was es gibt? Warte mal, schau mal, ob ich einen Link dazu habe. Rail Driver. Den habe ich jetzt gerade. Und mit dem zu fahren ist ziemlich geil. Mann, wenn ich jetzt nett bin, ich mache jetzt nicht die Kamera an, weil die müsste ich erstmal einstellen. Dann würdest du jetzt sehen, wie ich mit dem Raydriver fahre. Ja, ich hab den letztens mal gebraucht gesehen, für den ganz 80 Franken, dann habe ich mal sofort geholt. Das Ding ist super, weil das die ganzen Hotkeys unten und natürlich die ganzen Hebel, die du brauchst. Zug, Lokbremse, Scheibenwischer, SIFA, Gangschaltung, Sanden, Alarme und so weiter. Also was man so braucht in meinem Cockpit. Das, was halt hier unten so ist, das Wichtigste. Das fährt sich einfach super. Weißt du was? Wir sind ja eh bald in Vocklerbruck. Das sind so 7 Kilometer. Da machen wir mal ganz kurz eine Streampause, oder ich besser gesagt, mach eine. Mach die Kamera an und zeig dir den Raildriver, wie das so aussieht, wenn man mit dem fährt. Weil jetzt im Stream die Kamera einstellen, also jetzt, während es gerade so live ist, will ich nicht. Mach ich am Bahnhof einfach eine kleine Pause. Ist ein bisschen ruhig auf der Strecke hier, ne? Ah, dieses Geräusch, ey, bringt mich noch rum, ey. Ich weiß nicht, ist es noch gar nicht so spät? Wir könnten eigentlich heute noch eine dritte Route fahren. Also ich meine, das ist jetzt meine zweite. Aber ich weiß noch nicht, wo und was. Oh, da ist schon Vocklerbruck. Da mengen wir jetzt mal ein bisschen bremsen. Das sieht nach 60 aus. Was? In Stormworks? Was ist das?
erwischte mich jetzt gerade. Scheiße, haben wir da jetzt rot? Nee. Entschuldigung, das war jetzt mal hart verbremst. Ich dachte, ihr hättet es gerade rot gehabt. Ah, da habe ich das Vorsignal jetzt falsch gesehen. Tut mir leid. Okay, also die kenne ich jetzt noch gar nicht. Das müssen wir mir jetzt echt mal angucken. Ah, wir sind doch halbwegs in der Time. So, da sind wir da. Schauen wir kurz nach draußen. Schaut gut aus. Und hinten auch. Wunderbar. So, liebe Leute, dann tun wir mal die Zeit einfrieren. Und da ist es eingefroren. Also, ich mache mal ganz kurz eine Pause. Ich stelle mal kurz um. Währenddessen gibt es Musik auf die Ohren und dann bin ich auch gleich wieder da. Und hier kommt der Pause-Screen. Bis gleich. So, da bin ich auch wieder und wir gehen mal wieder zurück und jetzt haben wir hier den Raildriver mit am Start. Muss ich nur die Pause wegmachen. So, jetzt sieht man den auch. Ist nicht sehr spannend. Also da haben wir AFB, Notbremse, Siefer, Sanden, Stromabnehmer, Klingel, Horn, Richtungswender, Gas in Multivariante. Und die Zugbremse, die wir jetzt mal lösen. Unten die Hotkeys zum Umschalten für die einzelnen Funktionen. Und natürlich Gas. Es ist die Zugbremse, Scheibenwischer, Licht, Kamerasteuerung hier unten. Und eben sind die ganzen einzelnen Hotkeys mit Laden, Ansichten und so weiter. Ah, und da links oben Geschwindigkeitsanzeige. Jetzt in Stundenkilometer kann ich mir auch Meilen pro Stunde anzeigen lassen. Hier habe ich noch die Bail-Off-Funktionen, je nach Lok, was ich fahre. Ja, von der Größe her geht's eigentlich, finde ich. So, 120, wie ist denn? So. Ja, klein, aber fein. Mir macht Spaß. Ach,
nach Attnang-Puchheim, das ist schon der nächste Halt. Oh, 160 danach. Dann dürfen wir mal Gas geben mit der Taurus. Nice, das freut mich. Oh, ein größerer Bahnhof hier. Die Geräusche haben es schon gut gemacht. Und in der Zeit. Dann haben wir eine besseren Fahrten. Ich glaube, wir bleiben jetzt mal hier so stehen. Zur Abfahrt. Die DB bräuchte ein paar Wurklone, weil sie pünktlicher sind. Okay, aus dem Weg. Ah, musst du jetzt da stehen bleiben? Alter. Nächster Halt, Wels, kurz vor Linz. Und da dürfen wir jetzt mal Gas geben. Schön. Mal kurz AFB einstellen, 160. Super. Machen wir den Hochgeschwindigkeitszug zum Geschwindigkeitszug. Nice! 200!
So, dann bringen wir den Zug mal auf Fahrt. Jetzt ist auch die Anzeige angekommen. 200. Das machen wir. Mech ist soweit. Ja, jetzt geht's los. 7 Kilometer, 230 dann. Jetzt macht's Spaß. Jetzt zeigt mir die Lok, was sie auch kann. Ich glaube, Topspeed sind 230 von der Garnitur da. Haben wir eine Anzeige? Nee. Ja, nice. Na komm, ein km/h noch. Du schaffst es. Ah, wie gemein. Zweitbeleuchtung könnte man eigentlich mal anmachen. Die nichts macht. Oh, schade. Oh, gleich 230. Ich hab's doch gewusst, dass da noch meine Schnellfahrstrecke drin ist. Also danach muss ein anderer Zug her, weil das Geräusch geht mir so auf den Sack. Ja, müssen wir sagen, ne? Cinematic View, so wie das, öfter machen, mehr Lok zeigen oder mehr vorne drin sitzen bleiben. Mir dies gleich. Ich weiß gar nicht, ob der mit der Bemalung so noch rumfährt. Das ist ja schon ein bisschen älter. So, 2:30. Wir fahren schneller, können wir nicht. Na, wir können schneller fahren. Ja, wobei, wir haben jetzt gleich wieder 200. Also für alle, die gerade eingeschalten haben, da wo normalerweise die Gangschaltung ist, habe ich gerade die Kontrolle für die AFB. Weil jetzt wird es vermutlich eh von alleine. Wird das so sanft mitbremsen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, beim nächsten Mal probiere ich es aus. Wir werden jetzt mal die AFB aufs Maximale stellen. Schauen, was passiert. Die Musik bei der Geschwindigkeit eigentlich noch okay. Zu laut, zu leise, ganz weg. Oder ich spiele zu laut. Weiß nicht. Für mich passt es gerade.
Musik leise, ja. Das soll ja auch nicht so übertönen. Soll ja auch nicht hin. Zuhören und so. Und mich. Hab's eigentlich nur angemacht, damit man da oben ein bisschen Unterhaltung hat. Komisch, dass sie das hier verdunkelt haben. Also hier zwischendrin, was ist denn da sitzen, hat es nur Steckdosen. Ansonsten sieht das halt wirklich so aus hier drin. So, schauen wir nach vorn. 160 in 8 Kilometer. Guck mal ein bisschen was. Also eine kleine Ausfahrt, glaube ich, könnte man danach noch machen, wenn wir jetzt dann in Linz angekommen sind. Sollen wir in Österreich fahren oder in England? Beides wird mir gerade gefallen. Da steht wieder ein Talent. Wieder in Doppeltraktion. Aber auf alle Fälle werden wir danach kein Railjet mehr fahren. Weil das Geräusch. Oh, das. Ja, und nach Berechnung könnte man gerade on time ankommen. Wenn ich es nicht versau. So, 160. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich werde das mal ganz bewusst nicht bremsen. Mal schauen, was das System macht. Aber wäre jetzt dann mal gar nicht so schlecht zu bremsen. Ne, das ist mal zu risikofreudig. Nachdem wir da stehen bleiben müssen. Aber es ist gerade ein bisschen Ah, Nachladeruckler. Oh, scheiße, wir sind schnell dran. Habe ich jetzt vielleicht ein bisschen unterschätzt. Jetzt wird es schärfer. Jo, bis gleich, Ferux. Wieso tut's denn jetzt hier so ruckeln? Ja, sorry für das in die Eisen gehen. Aber das war mal ein bisschen zu schnell und Wels kam ja ein bisschen zu schnell her. Ich würde mich so freuen, wenn sie mal das Spiel besser optimieren würden. Ja, I know. Ich müsste da jetzt vorziehen. Noch ein bisschen weiter. So, 130.
War das selber schon untergeregelt? War jetzt ein blöder Zeitpunkt zum Experimentieren. Weil hätte ich jetzt nichts gemacht, wäre er dann nicht da voll durchpfiffen. Nächster Halt, Linz. 24 Kilometer. So, da haben wir jetzt auch wieder eine 200er Strecke. So. Maximale Beschleunigung. Dann ein Güterbahnhof da. Also von der Abwechslung her, was man so am Rollmaterial sieht, ein bisschen mau. Aber sobald die Custom-Szenarien kommen, wird sich das ändern. Ich meine, das ist jetzt ein Original-Szenario. Dass bei der Strecke mitkommt, habe ich eigentlich nur den Rage-Head jetzt hier eingepflanzt. Das ist ein großer Güterbahnhof da. Ah, da fängt es wieder ruckeln an. Ja, aber dann sind wir jetzt dann gleich mal in Linz, wenn wir jetzt mit 200 durchpfeifen können. Ja, ich weiß noch nicht, was ich danach fahre. Also wir könnten auch eine 1144 fahren. Bin die heute zwar schon mal gefahren. Oder halt irgendwas in England. Also ganz was Neues will ich jetzt noch nicht fahren, also wo ich nicht weiß, dass ich mit dem Rage Driver nicht schon mal gefahren bin. Dann mal schauen, was wir mal durch nachjustieren. Hinten auch eine Class 47 später fahren. Weiß ich, dass sie funktioniert mit dem Rage Driver. Die klingt auch geil, das ist einer meiner Lieblingsloks. Man darf vielleicht was fahren. Mal gucken. Also in Linz werden wir auf alle Fälle mal eine kleine Pause machen. Und währenddessen werde ich mir überlegen, ob wir da noch was fahren und was wir fahren. Aber wenn ihr mit ihr habt, dann einfach gerne in den Live-Chat rein. Und da kommt schon die nächste 160er. 8 Kilometer. Naja.
Also bis jetzt, was ich von den Lackierungen so gesehen habe, finde ich die Galileo-Lackierung, mit der wir ganz am Anfang gefahren sind vom Stream, am geilsten. Die sieht einfach richtig schön aus. Ich glaube, ich muss mal den Trail Simulator wieder auf eine SSD holen. Vielleicht hilft es da für diese Nachladeruckler. Von alten Rechner hat es auf dem SSD-RAID drauf, jetzt also wieder auf normalen Festplatte. Können wir mal wieder umziehen. Bin ich uncool mit dem Nachladeruckler. Jetzt haben wir 50 FPS, das ist eine Seltenheit im Trail Simulator. Normalerweise zwischen 20 und 30 FPS. Aber diese Nachladeruckler, die sind echt nervig. Nicht ganz so nervig wie dieses beschissene Geräusch da die ganze Zeit. Der Regiobahnhof mit kleinen Güterverlaut. Holz. Ah, das ist ein Ruckler. Das ist irgendein Druckausgleich. Oh, Schatz, da kommt der 160er. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Ich werde erstmal ganz bewusst bremsen. Na, was willst du machen? Ja, ich weiß. Bremst du jetzt von allein? Gut, da. In der Zeit? Das glaube ich nämlich nicht. Tatsache. Oh, schon mit maximaler Bremsung, ne? 60 in 4 Kilometer. Achso, wegen am Bahnhof. Weil der ist noch ganz 6 Kilometer weg. Aber dass er jetzt erst mit die 120 kommt, die was da jetzt gleich kommen. Also einfach nur aus Neugier, den werde ich jetzt mal kurz machen lassen. Andererseits... Ne, da bremse ich selber. Oh, diese Ruckler! Es ist so nervig im TS 2021. Jetzt. Ach, LZB Zwangsbremsung. Ach, scheiße. Ah, shit. Nein, was ist das jetzt? Lass mich jetzt wieder fahren. Shit, was ist jetzt? Was hat er da? Viele Bremsventil. Ah, scheiße. Oh,
Warum ist jetzt das abgesperrt? Okay, Leute, ich muss mal ganz kurz nachgucken, wie ich das wieder rauskriege. Einen Moment bitte. Also Leute, ich krieg den Zug nicht mehr zum Laufen. Der nach der Zwangsbremsung will er mir nicht mehr losfahren. Ich probiere es jetzt gerade den Moment noch einmal. Und das sieht nicht so aus, als wenn er was tun würde. Nee, das wird nichts. Nö, der fährt mir nicht mehr weg. Okay, also ich suche mir jetzt mal ganz kurz eine andere Strecke aus, aber das war es leider ein Fail. Also ich weiß jetzt wirklich nicht, wie ich da die Zwangsbremsung reingehe. Also das Führerbremsventil ist abgesperrt und ich krieg's nicht frei. Keine Ahnung, was da gerade abgeht, aber geht nicht. Ja, leider ein Fail. Also, ich mache nochmal ganz kurz Musik und dann suchen wir uns eine andere Strecke aus. Bis gleich.